Wow. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Auf einmal klingelt das Telefon. Mein Gott, wer mag das denn sein? So früh am Morgen hier. Meine Güte. Hallo, Huberknecht hier? Ja, hallo, guten Tag. Was gibt es? Okay. Was? Was? Wie bitte? Ach du Scheiße. Warum? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Wieso? Ach du Kacke. Ja, ich bin sofort unterwegs. Ich komme sofort. Ja, ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, bis gleich. Okay. Ja. Okay. Okay, ich bin unterwegs. Ja, nee, ich komme trotzdem. Ich komme trotzdem, ist mir egal. Auch wenn ich dann nicht da. Nein, ich komme trotzdem. Bis gleich. Tschüss. Ach du Kacke. Was ist da denn los, ey? So ein Mist, ey. Ach, verdammt. Machen wir mal die Tür zu. Vergesse ich schon wieder hier abzuschließen, beinahe. Ach, verdammt, ey. Hab auch noch den Motor laufen lassen gestern Abend, ey. Scheiße. Muss ich sofort mal den Penti anrufen. Okay. Ja? Hallo, Penti, bist du's? Ja, hi. Ja, du, ich habe gerade einen ziemlich krassen Anruf gekriegt. Meine Frau liegt irgendwie im Krankenhaus. Ich weiß auch nicht, was los ist. Sie muss irgendwas Schlimmes haben. Könntest du vielleicht für heute meinen Dienst absagen, dass ich heute nicht zum Dienst erscheine? Das wäre auf jeden Fall ganz nett, wenn du mich einfach krank meldest oder so. Okay? Ja, danke, danke. Ja, ich weiß auch noch nicht, was los ist. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht verstanden. Okay? Ja, mache ich. Mehr mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Ja, ich melde mich. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Okay, ich danke dir auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Scheiße, ey. So ein Mist, ey. Ach, verdammt, ey. Gehen wir mal ganz kurz schnell rein. Schauen wir mal. Hallo? Hallo? Guten Tag. Sind Sie hier Guten zuständig Tag, fürs Herr Krankenhaus? Herr. Hallo? Ja, momentan schon. Okay. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, irgendwie vom Krankenhaus. Die haben Bescheid gesagt, dass meine Frau irgendwie auf der Intensivstation liegt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Lassen Sie mich bitte zu meiner Frau. Ich muss wissen, was los ist. Ich kann Sie leider nicht zu ihr lassen. Ich wurde hier abgestellt, um Ihnen eine Information zu geben. Sie Okay. können auch leider nicht ins Ach Krankenhaus, du da es noch keine Scheiße. Grundreinigung Wie kann ich denn stattfindet. irgendwie meiner Frau helfen? Haben Sie ihr denn schon Medizin gegeben? Was hat sie denn? Was ist denn überhaupt passiert? Sie hat eine schwere Muskelkrankheit in den Beinen und wir müssen sie mit einer Spritze behandeln. Das Blöde nur an dieser Spritze ist, ihre Krankenkasse bezahlt die nicht und die kostet 1 Million Dollar pro Spritze. Die muss täglich verabreicht werden und da müssten Sie jetzt irgendwie das Geld dafür beschaffen. Ach du Scheiße, wieso das denn? Wieso zahlt das denn meine Versicherung nicht? Was passiert denn da mit meiner Frau? Wird sie dann sterben oder was ist denn los? Ihre Frau wird ihre Beine verlieren, die müssen wir dann am Ende Ach du amputieren. Sie kann nie wieder Scheiße. gehen und wird ihr Leben lang im Rollstuhl sitzen, Ach falls die du Spritze nein. nicht morgen schon da ist. Hören Sie auf. Ach du Kacke. Ja, Scheiße. Gibt es nicht irgendeine andere Möglichkeit? Können wir nicht irgendwie die Medizin? Gibt es doch eine andere Möglichkeit, eine andere Medizin, die sie verabreicht bekommen kann oder so? Die Forschung ist da leider noch ziemlich weit hinten dran und das ist bisher die einzig bekannte Möglichkeit. Ach du Die Scheiße. anderen Möglichkeiten wären viel zu riskant, meiner Meinung nach, und das würden wir lieber nicht ausprobieren. Kacke, was mache ich denn jetzt? So eine Scheiße. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Information. So eine Kacke. Immer wieder gerne. Kacke, muss ich nochmal direkt den Penti anrufen. Ja? Hi Penti, bist du's? Ja, hier, ich bin's nochmal. Ich war gerade im Krankenhaus, die lassen mich nicht durch. Die wollen mich nicht zu meiner Frau durchlassen. Irgendwas hat sie, irgendeine Muskelkrankheit und die ist irgendwie unheilbar fast. Nur eine Medizin kann helfen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. So eine Scheiße, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sag auf jeden Fall Bescheid, dass ich jetzt eine Woche oder so nicht zum Dienst erscheinen kann. Ja. Nein, das reicht aber nicht. Ja, okay, es ist natürlich sehr nett, dass du mir 10.000 Euro leihen willst, aber selbst das reicht nicht. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals dafür. Ich melde mich später nochmal. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tschüss. So eine Kacke, was mache ich jetzt? Oh, Mann. Okay. Irgendwie muss ich an Geld kommen. Kann ich mir was leihen? Da kriege ich doch nie im Leben so viel Geld zusammen. So eine Scheiße. Tja, da muss ich wohl. Ja, ich am besten ich überfalle den Markt, aber das kann ich nicht tun. Da muss ich aber aufpassen, dass ich niemanden dabei verletze. Ich arbeite bei der Polizei, ich kann auch nicht einfach Leute überfallen. So eine Scheiße, ey.
Ach, egal, ich fahr mal zum Rotblick-Milieu. Da werden bestimmt Leute sein, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben, die mir helfen können. Aber ich muss meiner Frau helfen. Ihr zählt jede Sekunde. Ich kann jetzt nicht einfach hier sitzen und nichts tun. Ach, so eine Kacke, ey. Okay, wir sind jetzt da. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Steigen wir mal aus. Ach, so eine Kacke. Ah, hallo, hallo, guten Park. Tag. Hallo, können Sie mir vielleicht zufällig helfen? Ich würde gerne eine Waffe kaufen, oder so. Wissen Sie, wo ich hier eine Waffe kaufen kann? Ja, klar weiß ich das. Sie reden Okay. da mit dem Richtigen. Brauchen Sie nur eine Waffe oder brauchen Sie, sagen wir mal so, auch Ausrüstung? Weil Ich eine Waffe allein bräuchte reicht vielleicht ja eine Art meistens nicht. Maskierung oder so und eine Waffe. Also mehr brauche ich nicht. Ich habe leider auch nur 7000 Dollar noch bei mir. Ich habe gerade alles Okay. von meinem, ja, das ist halt. Reicht denn das theoretisch? Ja, das reicht. Ich habe die Sachen von meinem verstorbenen Bruder und der hat gemeint, er will, dass ich das sympathische Menschen fast schenke. Der war sehr nett. Also, das könnte ich Ihnen gerne anbieten. Aber sag mal, Sie kommen mir doch irgendwie bekannt vor. Kann das sein? Nein, nein, da irren Sie sich. Das, nein. Ich glaube, da haben Sie ja bestimmt nur jemanden im Fernsehen gesehen, der mir ähnlich sieht. Das glaube ich nicht. Ja, hätte es sein können. Okay. Ich zeige Ihnen mal die ganzen Sachen. Also, wir haben da alles Mögliche. Aber gute Entscheidung, hier herzukommen. Ja, ich dachte mir, beim Rotlichtmilieu, da bekommt man bestimmt solche Sachen. Ich meine, hier wird ja auch mit Drogen gehandelt und so. Also vermute ich zumindest, dass das so ist. Ja. Schauen Sie, da habe ich noch die Sachen in der Kiste gefunden, die habe ich da noch hergelegt, die wollte ich Okay, eigentlich gerade warten Sie, ich aufräumen. gebe Ihnen Die können das Sie gerne Geld. haben. Ich gebe Ihnen das Ja, Geld. geben Sie mal das Geld. So, Ja, danke. okay. Ja, okay, Ja, hier danke. sind die ganzen Sachen, Sie können alles haben. Passen Sie halt auf in Kavala, weil in Kavala kann das gefährlich werden. Wissen Sie ja eh. Weil, ja. Das ist ein Wahnsinn. Okay, ich danke Ihnen auf jeden Fall dafür. Dankeschön, Dankeschön. Ja, kein Problem. Ja, Wie gesagt. vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Sie haben mir gerade sehr geholfen. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Wiedersehen. Wünsche Ihnen Tschüss. noch viel Spaß. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Dann sagt er noch viel Spaß. Das scheint ja ein ganz schön abgehärteter Kerl zu sein. Er wünscht einem viel Spaß, wenn man hier mit Waffen rumläuft. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach irgendwelche Leute überfallen. Aber ich muss es tun. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was soll ich sonst machen? Oh, Scheiße. Na, ich fahre mal direkt nach Kavala und guck mal, ob ich jetzt. Es ist ja zum Glück auch mittlerweile dunkel geworden. Nach der ganzen Aktion hier. Fahre ich jetzt mal einfach nach Kavala und vielleicht beobachte mal ganz kurz, ob da viel los ist am Marktplatz. Und dann schaue ich mal, was ich tun kann. Aber ich kann das doch nicht machen. Was ist nur aus mir geworden jetzt durch die Sache? Ich kann doch jetzt nicht einfach hier Leute überfallen. Ah, so eine Scheiße, ey. Kacke. Ja, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Was soll ich tun? Oh, da hinten qualmt es. Oh Mann. Ja, ich sollte echt vorsichtig sein hier. Gucken wir mal ganz kurz, bevor ich aus dem Auto aussteige, ob da irgendwas am Marktplatz los ist. Okay, zum Glück ist da nichts. Da sind nur ein paar Zeugen, ein paar Leute. Okay, ich muss, glaube ich, ein bisschen anders parken, damit ich hier, ja, schneller wegkomme, wenn ich den Überfall gleich mache. Das heißt, ich drehe jetzt hier einfach mal und parke dann einfach so, dass es passt. Und ja, vielleicht kann ich dann den Überfall hier machen. Ach, Scheiße, ey, ich fahre schon wie so ein Wilder, ey. Eine Kacke. Okay, machen wir das Fahrzeug mal zu. Und dann machen wir jetzt mal ganz schnell den Überfall. In der Hoffnung darauf, dass uns jetzt hier keiner erwischt bei. Hände hoch! Hände hoch, keine Bewegung! Halten Sie sich fern von mir! Halten Sie sich fern von mir! Ich überfalle jetzt den Markt! Bleiben Sie weit weg von mir! Ich überfalle jetzt den Markt! Keine Bewegung! Ich möchte gerne alles an Geld, was Sie haben! Geben Sie mir alles her, was Sie haben! Sofort! Ja, packen Sie es in die Kasse rein! In die Kasse! Genau, und jetzt geben Sie mir die Kasse! Geben Sie sie rüber! Okay! Dankeschön! Und jetzt bewegen Sie sich nicht! Und wehe, Sie rufen die Polizei! Nicht bewegen!
Abby, scheiße. Auf dem Boden. Oh nein, scheiße. Ah! Kacke, Abby. Komm her. Fuck, wo kommen die alle her auf einmal? So eine Scheiße. Ah. Ey, die stehen bleiben! Polizei! Stehen bleiben! Scheiße! Stehen bleiben, Polizei! Kacke! Fuck, Alter, ja, die haben mich gesehen! Die haben mich gesehen! So eine Scheiße! Kacke, was mache ich jetzt? Scheiße, ich muss weg! So ein Bullshit! Scheiße! Shit, Alter! Wo kommen die auf einmal alle her? Kacke, ey! Ich muss mal Penti anrufen. Hi, Penti! Ja, ja, ich hab Kacke gebaut. Ich hab Scheiße gebaut, Alter. Was soll ich tun? Woher weißt du das? Dass ich der Typ bin, der hier gerade abhaut. Ja, sag bitte nichts. Sag bitte nichts, dass ich das bin. Ich hab einen Laden überfallen, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Ja, Kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße, ich hab mir schon eine Straßensperre hier aufgebaut. Scheiße. Kacke. Ich muss irgendwie versuchen, außen rum zu fahren. Scheiße. Kacke, ich muss weg hier, so schnell es geht. Fuck, Alter, sind schon so viel hinter mir her. So eine Scheiße, ey. Na, immerhin habe ich das Geld, aber was soll ich jetzt machen? Kacke, ey, ich komme noch nie im Leben weg. Shit, ey. Kacke, jetzt schicken die wahrscheinlich auch schon Helikopter oder so. Scheiße. Alter, wie viele Cops hinter mir her sind. Übel. Kacke, ey. Oh Mann, ey. Nein, jetzt rufen sie mich auch noch alle an hier. So eine Scheiße, ich kann nicht rangehen. So ein Mist. Ich müsste mich irgendwo verstecken oder irgendwo versuchen abzuhauen. Shit, ey. Oh Kacke, oh Kacke, oh Kacke, der ist schon direkt neben mir. Wow! Okay, der eine ist schon gecrashed. Oh shit, ey. Shit. Wow, ich hab auch Lex. Oh fuck, ich bin Schrott. Nein, ich bin Schrott. Ich muss weglaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, da hinten ist das Auto explodiert. Ich muss weglaufen. Kacke, kacke, kacke. Was tue ich jetzt? Nein. Nein, ich muss weglaufen. Alle in Deckung, Jürgen. Scheiße, scheiße. So eine Scheiße. Oh, ich glaube, das ist ein Helikopter noch von denen. Kacke. Fuck. Scheiße. Auf den Boden legen. Shit. Oh Mann, wer ist das denn? Ich glaube, ich steig da einfach ein. Steig da ein. Steig da ein. Oh, danke, danke, danke. Sie haben mir wirklich geholfen, aber... Das war knapp, mein Freund. Woher wussten Sie das? Warum haben Sie mir jetzt geholfen? Danke auf jeden Fall. Das hat mir echt gerade den Arsch gerettet. So eine Scheiße, ey. Ja, hallo, hallo, ich bin ja, gerade noch völlig geflasht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, wir sind da vorbeigeflogen, haben gedacht, hier wird jemand von den Polizisten verfolgt, wir mögen die Polizisten nicht besonders. Sagen wir mal. Oh, danke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Alter, ey, ich habe gerade so Panik bekommen, wie lange macht ihr das schon, ey? Ich habe gerade so einen Adrenalinschub gekriegt, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. So eine Scheiße, ey. Was haben sie denn gemacht, dass sie verfolgt werden? Ja, es ist eine schwierige Geschichte. Ich habe ein bisschen Probleme. Meine Frau liegt im Krankenhaus, schwer verletzt. Und ich habe vorhin einen Markt überfallen. Und die Polizei ist darauf aufmerksam geworden, weil da ein Agent war. Und der hat mich dann erkannt und hat dann gesehen, dass ich eben einen Überfall mache. Und hat dann die Polizei gerufen und die waren schon da. Das heißt... Die haben mich dann verfolgt und ich dachte schon, ich komme da nicht mehr raus.
Na, da waren wir ja dann da. Ja, ein Glück. Wo soll's denn hingehen? Wo können wir sie hinbringen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich komme einfach mit zu ihnen. Ich suche sowieso vielleicht noch irgendwie Leute, bei denen ich mich jetzt anschließen kann, weil ich muss mich jetzt erstmal verstecken. Ich denke mal, ich werde jetzt bestimmt von vielen Leuten gesucht. Ja, da müssen wir mal gucken, weil mit der Identitätsschwere, da müssen wir ihnen wahrscheinlich eine neue Identität verpassen. Ja, auf jeden Fall. Wir fliegen jetzt mal zum Rebellenquartier. Okay. Ja. Und dann gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, es wäre super, wenn ich einen neuen Pass oder so bekommen könnte, weil sonst werde ich nachher noch irgendwie erwischt und dann wirklich festgenommen. Also es wäre schon echt gut, wenn ich eine neue Identität bekommen könnte. Wir haben Experten, die kennen sich ziemlich gut mit Ausweisfälschen aus. Okay, ja, das glaube ich. Sie sind ja schon lange im Geschäft. Ach, so eine Scheiße. Ich glaube, ich erzähle jetzt einfach die Geschichte, wie sie ist. Ja. Also, ja. Ob sie es glauben oder nicht, ich habe selber bei der Polizei gearbeitet. Und, naja, ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, aber bei mir sind alle Sicherungen durchgebrannt, als ich gehört habe, dass ich meine Frau nur retten kann, wenn ich ihr die Medizin bezahle. Und die kostet so viel Geld. Und, naja, das kann ich mir halt nicht leisten. Und dann sind meine Sicherungen durchgebrannt und ich habe angefangen, den Markt zu überfallen. Und dann, daraus ist das alles entstanden. Ich bereue das jetzt alles extrem, aber ich will ja nur versuchen, meiner Frau zu helfen. Wie viel Geld brauchen Sie denn? Ja, so ungefähr. Daher, dass die... Also, meine Frau braucht mehrere Spritzen. Ich denke mal, 20 Millionen brauche ich mindestens. Naja, als Rebell verdient man schon einiges, ne? Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich meine, ich habe das ja selber mitbekommen. Früher habe ich euch Jungs ja gejagt, aber jetzt scheine ich irgendwie ein Teil von euch zu werden. Zumindest wirkt das so. Jungs, irgendwer ein Problem damit, wenn er mit uns mal auf Feldzug geht? Also, ich würde erst mal fragen, wen haben wir denn überhaupt hier? Wer sind Sie? Also, ich bin Alex und Sie? Oder du? Ja, in Wirklichkeit heiße ich Arnold, aber naja, wir wollen ja gucken, ob ich eine neue Identität bekomme. Und dann müssen wir mal schauen, wie er mich dann nennt, ne? Ja, das ist mir egal. Dann bist du also Arnold. Okay, ich bin dafür. Ist auf jeden Fall ziemlich korrekt von euch. Okay, cool. Na Freunde, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch erstmal so ein bisschen von diesem... von dieser kleinen Story. Es ist ein bisschen schwierig gewesen, die umzusetzen. Ja, also ich kenne mich mit Ausweisfälschung aus. Also da bin ich richtig gut drin. Haben Sie einen Wunschnamen vielleicht? Oder hast du da irgendwas? Wie willst du genannt werden? Ja, ich glaube, da muss ich mir nochmal ein bisschen Gedanken drüber machen. Das werde ich Ihnen dann beim nächsten Mal sagen, wie ich genannt werden will. Und dann können Sie den Ausweis einfach erstellen. So, und jetzt kommt... Ja, kannst ruhig du sagen. Wir sind ja jetzt Kumpels. Okay, cool, danke. Auf jeden Fall, Leute. Also, dann lassen wir uns was Feines einfallen. Ich habe einen guten Kumpel da und der macht richtig gute Ausweise. Also, da kommst du richtig gut durch. Ja, danke. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Kein Problem. Okay, Leute. Und eure Aufgabe ist es jetzt, in die Kommentare zu schreiben, wie soll ich mich denn als Rebell nennen? Also, was soll mein Rebellname sein? Das ist jetzt eure Aufgabe. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und überlegt euch einen Namen für mich als Rebell. Und ich bin mal gespannt, welche Namen ihr euch da ausdenkt, welche lustigen Namen. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich coole Base, muss ich sagen. Also, ziemlich cool. Ja, dankeschön. So, wir können jetzt wieder ein bisschen... Ah, ich habe sie doch vorher gerade gesehen, oder? Kann das sein? Ach, sie sind auch dabei. Die Waffen verkauft hier. Sie ja, gehören auch dazu? Ja, ja. Ja, das ist ein Riesenzufall. Ihre Jungs haben mir gerade das Leben gerettet. Die haben mir gerade den Arsch gerettet. Ja, das ist cool. Ja, ist ja Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie nochmal wiedersehe, aber so schnell geht das. Ja, man sieht sich immer anscheinend zweimal im Leben, das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja, unsere Jungs. Schon ziemlich cool. Okay, ja gut. Ich hab dir irgendwo einen Punkt, wo ich, einen Ort, wo ich schlafen könnte oder so, weil ich bin ziemlich fertig jetzt von dem heutigen Tag. Der hat mich ziemlich, mitgenommen. Ja, wir haben hier... Wir müssen noch im Haus einen Platz haben, oder? Ja, selbstverständlich. Ich denke schon, ja. Ja. Gucken wir mal nach.
So, Freunde, ich werde euch gleich nochmal was Genaueres dazu erzählen. Ups. Mal schauen, wo wir da was haben, weil anscheinend sind da schon wieder, die Leute nehmen sich anscheinend die Insel alles mit immer, das ist der Wahnsinn. Klauen sich ihre Betten und so, nehmen sie sich mit nach Hause, die sind ja auch arm. Aber ja, ich muss mal schauen. Ja, ich schlafe auch auf dem Boden, das ist nicht ein das Klappbett Problem. oder so. Ja, ich schlafe auch auf dem Boden, das ist nicht das Okay. Problem. Ich danke Ihnen auf jeden Fall und ja, wir sehen Kein uns dann Problem, morgen. wie gesagt. Ja, wir Alles klar. sichern das eh alles ab, also Sie brauchen keine Angst haben, die Polizei kommt hier nicht her. Ja, danke schön, das ist sehr nett. Dann vielen Dank. Tschüss. Bis Okay, morgen. tschüss. Tür schließen oder auflassen? Können Sie ruhig schließen, danke. Oder kannst du ruhig schließen? Alles klar. Ich wünsche dir eine gute Nacht. So. Ja, Freunde. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen holprig an einigen Stellen, aber ich wollte euch ja, mit so einer kleinen Story irgendwie jetzt hier in dieses Rebellenleben reinführen. Für die Leute, die dieses Geskriptete nicht mögen, also ein Teil davon ist natürlich jetzt nur geskriptet gewesen, vieles war jetzt auch spontan, also viele Sachen sind ja auch gar nicht so gelaufen, wie es geplant war. Aber das macht das Ganze umso lustiger und wir hatten einen, also ich hatte jetzt einen Heidenspaß gerade. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Die Story ist einfach, dass ich als Polizist, ich musste irgendwie einen Weg finden, wie ich jetzt von Polizist zu Rebell werde. Und ich habe so ein paar Vorschläge von euch genutzt, also die Verfolgungsjagd, ja, mit diesem Geld, mit diesem Überfall, das habe ich benutzt, das haben viele von euch auch reingeschrieben. Ich habe jetzt also einige Sachen, die ihr vorgeschlagen habt, auch in den Kommentaren umgesetzt. Das Einzige, was ihr jetzt noch abstimmen sollt, ist, wie soll ich heißen? Ich bin mal gespannt, was für einen kreativen Namen ihr euch ausdenkt und den coolsten Namen, den ich in den Kommentaren lese, werde ich dann übernehmen. Also ich bin mal gespannt, was für Namen ihr euch da einfallen lasst für einen Rebell. Und ja, dann freue ich mich auf die nächsten Folgen. Die werden dann natürlich wieder normal sein. Also da wird es dann nichts Geskriptetes mehr geben. Nur diese Hauptstory steht jetzt. Das heißt, ich bin jetzt Rebell, werde einen anderen Namen haben. Die Agenten werden versuchen herauszufinden, wer ich bin und dass ich ja eigentlich der Polizist bin. Also der Polizeipräsident, der plötzlich nicht mehr da ist. Und dann suchen die mich natürlich, weil ich natürlich eine extreme Straftat begangen habe. Und ja. Das heißt, das wird jetzt erstmal so ein bisschen die Story sein, die jetzt hier so auf uns zukommt. Das heißt, wenn die Cops uns sehen, werden die uns wahrscheinlich verfolgen. Die Agenten werden wahrscheinlich uns verhören. Wir werden ja eine andere Identität annehmen. Wir werden uns eine andere Frisur machen. Wir werden ein bisschen anders aussehen. Und dann ist es natürlich klar, dass natürlich die Agenten auch uns ja, so ein bisschen erwischen wollen. Und ich finde, das bietet halt einfach viel mehr Möglichkeiten, jetzt als Rebell hier zu agieren. Die Agenten wollen natürlich jetzt versuchen, mich zu kriegen und mich dann zu befragen. Die Polizei will versuchen, mich zu kriegen. Die versuchen natürlich herauszufinden, wo ich jetzt bin, wo ich stecke und solche Geschichten. Und das ist halt eine viel coolere Roleplay-Geschichte auch für euch, dass ich jetzt nicht einfach nur Rebell bin und mit den Rebellen rumfahre. Bin ich persönlich ein bisschen langweilig. Deswegen wollte ich das halt so machen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bitte euch jetzt nicht irgendwie in den Kommentaren abzuflamen, wenn ihr gemerkt habt, dass es halt gespielt ist, einiges hier. Aber uns hat Spaß gemacht und das ist das, was zählt. Und wenn es euch nicht gefallen hat jetzt, dann ist das nicht so schlimm, dann ist das halt eure Meinung. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, diese Story hier aufzunehmen. Vor allem diese Verfolgungsjagd sah schon ziemlich episch aus. Besser als wenn sie so passiert, ohne dass es eben ein bisschen abgesprochen ist. Und ja. Hoffe, es hat euch gefallen und ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht dafür. Ein bisschen, also die Leute haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Also danke an alle, die jetzt hier mitgespielt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Eldest Live-Folge. Bis dahin. Tschüss!